würde es echt gerne irgendwie einstellen, dass sie nicht so schnell überfordert sind. Aber dazu bräuchte ich wahrscheinlich eine dritte Person und dafür haben wir das Geld einfach nicht. So, unser Hackerspiel hat 2 Millionen gebracht. Okay. Und wir generieren so schon 20 Hype. Oh, schick. Okay. So, Bugs weg. Und Strategiespiele. Das heißt, wir sollten sofort anfangen, Strategiespiel zu entwickeln. Sonst ist es gleich wieder weg. Also nicht hier groß lange warten, einfach gleich Bugs weg und Finish für Spiel Nummer 31. Und Bug weg. Und Bug wieder drauf. So, neuer Rekord, das ist schon mal gut. Level up bei Story und Quest. Ist mir aber ziemlich Wayne. Ich will gleich neues Spiel. So, Release Game. Und ganz viele neue Sachen zum Erforschen. Aber wir hätten gerne ein neues Spiel. Und zwar ein Strategiespiel. Oh, warte. Stopp, zack. Game History. Was hatten wir an tollen Strategiespielen? War alles keine Strategie? Catman, nein. Cardiba, Lula, nee, es war Simulation. Planet der Hamster? Time Travel Simulation, nee. Nero. History Strategy. Einkommen 1 Million, Kosten 500.000. Average Review Score nur 7. Also nicht so viel. Pop Racer, Affeninsel, Wild Adventure. Simulation, Simulation. Action. 7,75. Eines der wenigen G64-Spiele. Zapotronic Shizzle. Science Fiction Strategie. Ich glaube, davon mache ich ein Remake. Sequel. Von ganz weit hinten. System Shock, nein. Zapotronic Shizzle. Haben wir sonst noch irgendwas? Jump Jump Conan, Truck Simulator, Battle Chess. Ist das Strategie? Ja, hat aber nur 7,25. Fans 126, das ist nicht viel. 251. Naja, besser als nichts. Select. So, das soll ein Medium-Spiel werden. Und es ist Zap 1996. Obwohl, es ist jetzt schon die PlayStation 2 und all so Gedöns, ne? Okay, vielleicht ein bisschen länger. Oder später. Science-Fiction-Strategie. Plattform 14%. Na gut, 14%. Unsere neueste Engine. Noch irgendwas? Neues Genre dazu? Weiß ja nicht, das alte war Science-Fiction-Strategie, das sollte man nicht zu sehr umändern. Ist ja auch in Real Life so. Wenn man jetzt ein Spieler, das man gerne mag, und es gibt eine Neuauflage davon, das ist ein vollkommen anderes System, dann stehen einem auch die Nackenhaare hoch. Also nee, das lasse ich so. 3D-Grafik 4. Jo. Gibt mehr Punkte. Und das Spiel 31. Und ganz schön viele 10 bei. Und ein 8. Oh, sehr schön. Warum auch immer das nicht bei einem G3-Spiel sein konnte, aber hey, eine 9. Oh, sehr schön. 10 ist noch viel besser. Das ist aber auch ungewöhnlich. Jo, sauber. Ich hätte dem echt einen Namen geben sollen. So, Strategie ist immer noch wichtig. Engine Gameplay, ja. Story und Quest ist runter, also braucht das auch das alles nicht. Engine. Das ist nur 70%. Und dadurch wird es nur weniger. Okay. So. Jetzt hat Engine die volle Auslastung. Gameplay. Nö, kein Charakter Progression. Okay, interessant. Mal schauen. So, schneller plopp, 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 plopp. Und ein paar Forschungspunkte wären auch schön für die 3D-Version 5 oder 6. Geld kommt auch rein, aber es deckt eigentlich nur die Kosten. So, Antigirogon ist jetzt schon ausgelastet.
Deswegen darf der Techniker, der eh viel mehr Punkte hat, da mal helfen. Und Anti-Girogon macht damit. Und der Designer macht das Design. Okay, irgendwo was hier nicht ausgefeilt. Nö, okay. Artificial Intelligence soll alles haben. Und das kostet nicht viel, okay. Ah, doch. Oh, das hält sich sogar ziemlich gut. Also es deckt mehr als nur die Kosten. Aber wir krebsen immer so zwischen 10 und 12 Millionen rum. Das ist nicht toll. Ich habe Spiel Nummer 31 lange gespielt und es war eine super Erfahrung. Das Spiel tritt vor allem in technischen Aspekten hervor. Die Developer wissen anscheinend, was sie tun. Nur ein Spiel mit Einhörnern, Regenbogen, Piraten und Ninjas könnte besser sein. Aha. Komischer Typ. Okay. Hype baut sich auf, aber nicht so viel wie letztes Mal. Oh. Und die G3 ist bald. In welcher Stage sind wir jetzt gerade? In der zweiten, ne? Es ist ein Strategiespiel. Und wir haben ein Strategiespiel. Punkte sehen okay aus. Okay, wir versuchen mal mit 80.000 da reinzukommen. Und dann müssen wir das Spiel einfach wahrscheinlich sehr lange weiter produzieren, obwohl es eigentlich schon fertig ist. So, was haben wir jetzt? Es ist ein Strategiespiel, also ist das so rum alles schon einigermaßen richtig? Okay, machen wir lieber so. Wer ist ausgelastet? Anti-Girogon. Okay, irgendwo was zu wenig. Können wir noch bei World Design was reinhauen? Open World? 74%. Nö, können wir nicht. Schade. So, bald fertig. Ding ist immer noch 2 Wochen weg. Oh, haben wir sehr viel Zeit für Bugfixing und noch Punkte hinzumogeln. Hey Boss, ein Freund von mir ist in einer Firma involviert, die darauf abzielt, dass Frauen mehr technisch veranlagt werden. Sie suchen einen Sponsor. Frauenbewegung. Okay. Gibt bestimmt Fans. Und 80.000 ist nicht so die Welt. Also klar, warum nicht? Gab's Fans? Nö. Warum auch? Oh, und das passt doch. Also letztes Mal waren es 101.000, glaube ich. Müssten jetzt ja mehr sein. Ich schätze mal 120.000. 120.000. Ja, 118.000. Aber es war nah genug dran. Sind nicht in den Top 100, ist okay. So, Bugs müssen weg. Und dann will ich es auch gleich releasen, bevor der Strategie-Ding da weg ist. So. 150, 148. Bling, neuer Rekord. Irgendwo ein Level Up? Bitte nicht bei meinen Angestellten, das kostet zu viel. Grafik kurz davor. Aber wir werden so oder so die neue 3D-Version erforschen müssen. Das bringt nichts, wenn wir jetzt Version 7 freischalten, aber nicht rankommen, weil wir 6 noch nicht erforscht haben. Und kein Level Up bei den beiden, sehr schön. Also, forschen. Research. Und zwar 3D-Grafik Version 5 für 600.000. Du, Research. 32 Punkte haben wir noch, das ist nicht viel. Achievements, das klingt doch schön einfach. 15 Research-Punkte, okay. Und du... Research bitte auch noch was und danach kannst du in Urlaub. Wir haben noch 15 Punkte über, das reicht für Save to Cloud. Okay. Sepp 1999 mit G3 Unterstützung und überhaupt. Gucken wir mal. Ja, eine 8. Und eine 9. Ja. Und jetzt wieder eine 10. Das wäre echt komisch. Aber nö. Wieder eine 9. Sauber, 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 sauber. Wir kommen langsam wieder auf den grünen Zweig. Mit der neuen Engine und mit einer Maus endlich. Stimmt eigentlich, die Jungs haben gar keine Maus neben sich liegen. Oder doch da. Das wäre cool gewesen. Wenn die nicht angezeigt wird, wenn man sie nicht erforscht. Achso, du Urlaub.
Oh nein, du. Urlaub. Und in den Nachrichten tauchen wir jetzt auf, weil wir die Frauen gesponsert haben. Game Nummer 31 hat 4,5 Millionen gebracht. Das ist sehr schön. So, können wir jetzt die Engine erforschen? Also ja, es ist nicht unbedingt super effektiv, weil er im Urlaub ist, aber er hat gerade nichts zu tun. Und sie ist gleich fertig, also arbeiten die beiden dran, bis er wieder da ist. Das ist schon okay. Create Custom Engine. Ah ne, können wir noch nicht, weil sie noch nicht fertig ist. Das heißt, du musst jetzt kurz Däumchen drehen. Und zwar genau so lange. Und unser Sepp 1990 ist in den Nachrichten. Das heißt, vielleicht kriegen die dadurch, durch diese Nachrichten, auch eine Stamm-Fanbase. Also die Spiele selber. Wenn man hier bei Game History nachguckt. Sepp 1990, 4700 Fans. 5881. Okay, also sollten wir jetzt vielleicht ein, zwei Jahre warten und einfach von den Spielen, die jetzt einigermaßen gut gelaufen sind, nochmal ein Update machen mit der neuen Engine. Oh, klingt gut. Okay, das ist fertig. Neue Engine mit Version 5. Du bist die 2000er Anti-Engine 1.0. Das passt nicht mehr. 1. Also 3D-Grafik-Version 5. Sound lassen wir drin. Save to Cloud kommt rein. Online-Play kommt rein. Maus kommt rein. Joystick kommt rein. Achievements kommt rein. 1,1 Millionen. Das ist teuer. Aber okay. Dann ploppt mal schön. Es müsste ja auch neue Forschungspunkte geben. Und er ist auch wieder da. So, das da ist gleich weg, genau. Keine Trends. Plop, 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 plop. Und 15 Millionen haben wir. Also es hat sich echt ausgezahlt, dass wir nur die beiden angestellt haben. Das heißt, wir stellen erst einen dritten ein, sobald wir die größeren Spiele herstellen können. Die es bestimmt auch geben wird, weil es ist da noch ein Platz rechts frei auf der Spielerauswahl. Und sonst machen viele Leute einfach keinen Sinn. Ja, manchmal ist einer ein bisschen überladen und wir können die Spiele nicht immer auf den Reglern 100% so einstellen, wie wir es gerne wollen. Aber dafür extra einen dritten Mann einstellen, finde ich ein bisschen dekadent. Geschweige denn einen vierten. Oh, So, Sepp 99 hat 5,1 Millionen generiert. Sauber. Engine ist auch gleich fertig. Die Dreamcast. Oh, es gibt keine neuen Spiele für die Dreamcast. Fans weltweit sind enttäuscht. Schade. So, du musst gleich in Urlaub. Nämlich jetzt. Oh, und eine Engine für über 1 Million. 2000er Anti-Engine 1. So, er ist im Urlaub, ist aber gleich wieder da. Ist gleich wieder da. Ist gleich wieder da. Ich will jetzt nicht was Neues anfangen, bevor du nicht wieder da bist. Was zur Hölle? Na also. So, wir hätten gerne... ein Sequel von einem Spiel, das sehr gut lief. 6,75, nö, 7,5, 5,23. Ha ja, ist schon ein Sequel. Und zu viele Sequels sind nie eine gute Idee. Catman war 7,5, 3,75. Cut Deeper ist aber auch schon ein Sequel. Alpha Man, Lula, Planet der Hamster... Sollte auch viel mehr auf die Fans achten, ne? Das hier hat eine Wertung von 8,5. Dungeon RPG. Okay. Medium. Dungeon Crawler. Dungeon Sprinter. Für Erwachsene ist okay. Dungeon RPG lassen wir auch. Plattform ist wieder mal PC. Und neue Anti-Engine. Warum ist es so günstig? Das andere hat immer 365.000 gekostet. Oh, vielleicht sind Sequels einfach günstiger, weil man die Grundengine ja quasi schon hat. Und Hintergrundgeschichte und Charaktere und was weiß ich. Das wäre cool. Okay, also Dungeon Sprinter, next. 3D-Grafik-Version. Okay, da kommen die Kosten her. Jautsch. 500.000 nur für die Grafik. So,
Es ist ein RPG, also ist Story wichtig. Also eigentlich ist beim RPG alles wichtig, aber ja, Story ist ziemlich wichtig. Das heißt, das kommt alles mit rein. Achso, so. Save to Cloud kostet nicht viel. Online-Play. Okay, schauen wir mal. Charakterprogression, Maus, Achievements, Joystick brauchen wir nicht bei einem Dingens. Steering Wheel brauchen wir nicht. Gamepad brauchen wir auch nicht unbedingt. Und 95% müsste okay sein. Den Rest habe ich schon ganz gerne drin. So, weiter. Ich hätte gerne ein wenig mehr Hype als nur eins. Marketing. 50.000 ist okay. So, plopp, plopp, plopp. Wann kommt die G3? Ist nur einmal im Jahr, ne? Schade. Aber okay. Ich mache jetzt mal alles ausgeglichen. Guck mal, was draus wird. Das kann alles drin bleiben. Jo. Halb ist bei 11, 12, baut sich langsam auf, sehr schön. Und die PlayStation, also PlaySystem 1 geht bald vom Markt. Kann ich mit leben. Halb 17, 18, 19, 20. Punkte mehr. Technologie hat nicht ganz so viel. Nehmen wir doch nochmal. Oh, wer ist da überladen? Das machen wir alles auf genau so. Grafik braucht mehr. Damit wir die Grafikversion 5 voll ausreizen können. So. So, World Design. Reichhaltige Hintergrundgeschichte. Open World hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Okay, Grafik wieder runter. Ah ne, eins davon muss weg. Okay, dann reichhaltige Hintergrundgeschichte. Und Soundtrack weg. Also nur Stereo-Sound. Jonathan Lee ist überladen, aber dann ist er halt überladen.